Stefanie Rautenberg und ihr Mann Siegfried kehren zurück an einen jener Orte, an dem die Nationalsozialisten heimlich Menschen töteten, die an Geist oder Seele krank waren. Über 14.000 Männer, Frauen und Kinder fielen 1940 und 41 der als Heilanstalt getarnten Tötungsmaschinerie auf dem Sonnenstein der Euthanasie zum Opfer. Unter ihnen 2.500 Schlesier. Stefanie Rautenberg war eigentlich auf der Suche nach ihrem Vater, als sich ihr plötzlich eine andere, schreckliche Wahrheit offenbarte. Ihre Tante Elisabeth Richter, die sie nie kennengelernt hat, war hier ermordet worden. Erstmal war es also eine Katastrophe für mich, das Ganze zu erfahren. Ich habe gedacht, ich bin nicht wirklich auf dieser Erde. Ich bin in einem Albtraum. Ich habe ja noch dieselbe Nacht, als ich davon las, habe ich ja noch ein E-Mail hierher geschrieben. Im ersten Schriftverkehr mit der Gedenkstätte wird klar, Elisabeth, die an Schizophrenie erkrankt war, starb 1941 mit gerade 29 Jahren im Kohlenmonoxid. Von den Nazis als lebensunwert abgestempelt in der T4-Maßnahme. Ihr Leben lang hatte Stefanie Rautenberg einer perfiden Lüge geglaubt, so wie viele andere Angehörige. Angeblich sei Elisabeth einer Embolie erlegen, nichts davon stimmte. Und meine Mutter hat mir das so bestätigt, denn meine Mutter hat nie dran geglaubt, dass sie umgebracht wurde. Meine Großmutter schon. Und deswegen hat sie ja auch meiner Mutter die Schuld daran gegeben. Und meine Mutter, das kann es gar nicht geben, das hat sie weit von sich gewiesen. Und als ich das fand, war meine Mutter ja schon Jahre tot. Ich glaube, den Schock hätte sie gar nicht gut verkraftet. Sie war ja dann schon zu alt. Und ich merke selber, je älter man wird, umso mehr tut das weh, wenn man dran denkt, was da alles passiert ist. Euthanasie, ein schöner Gnadentod. Die hämische Bezeichnung hatte mit der Realität systematischen Mordens nichts gemein. Ihre Tante Elisabeth, eine sensible, intelligente Frau, unter den endlos vielen Namen der Opfer einer wahnsinnigen Idee von einer Herrenrasse zu wissen. Bis heute ist das für Stefanie Rautenberg schwer zu ertragen. Sie erinnert sich an den ersten Abstieg in die Räume, in denen so viele Menschen unter Qualen sterben mussten, verbrannt wurden, ihre Asche den Schlosshang hinabgeschüttet. Da ging es mir fast wie meiner Mutter. Ich konnte es erst mal gar nicht glauben, aber ich wusste ja, dass es wahr ist. Und dann kam ich hier runter und ich dachte, ich stehe in irgendeinem Film. Das kann gar nicht sein. Hier ist Elisabeth ermordet worden. Und die Schuhe, die ich damals anhatte, die schwarzen Pumps, die stehen heute noch im Schrank. Die kann ich nicht wegwerfen und die kann ich auch nirgends mehr hin anziehen. Also ich habe gedacht, das kann Elisabeth nicht passiert sein, unmöglich. Ne? Ja, der Schockzustand hält lange an. Der Schockzustand war noch so, als wir schon wieder 350 Kilometer zu Hause waren, habe ich immer noch gedacht, ich war im Film. Das kann gar nicht sein, dass das so war. Und langsam gewöhnt man sich daran und dann, wie ich schon erwähnte, dann steigt die Wut in einem hoch. Warum, verdammt nochmal, ist das passiert? Warum konnte kein Mensch das verhindern? Verhindern nicht mehr, aber erinnern. Eine Pflicht für Generationen, die nichts als den Frieden kennen. Elisabeth Richter hat einen Platz gefunden, neben anderen Namen und Gesichtern, in der neuen Sonderausstellung Vergessene Opfer der NS-Euthanasie im zweiten Obergeschoss der Gedenkstätte. In enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft entstanden, widmet sie sich in deutscher wie polnischer Sprache den 2500 schlesischen Opfern der Tötungsanstalt und den menschenverachtenden Wurzeln der Eugenik. 2 Jahre dauerten die Vorbereitungen. Wir haben dann eine gewisse Systematik entwickelt, nachdem wir zunächst erst einmal die NS-Euthanasie in Sachsen weitgehend aufgearbeitet haben. Widmen wir uns jetzt nochmal den Einzugsgebieten von Pirna-Sonnenstein. Dazu gehören eben beispielsweise eben auch die ehemaligen Ostgebiete wie Schlesien, Ostpreußen, Westpreußen. Und wir arbeiten eben auch die Geschichte systematisch jetzt auf und konnten dafür eben auch eine Unterstützung durch die Stiftung EVZ dafür erhalten. Sie hat schon Kreise gezogen, die Ausstellung, die den Verlorenen einen Platz zurückgibt.
Die Ausstellung geht auf Wanderschaft, die ist eigentlich schon auf Wanderschaft gewesen. Sie ist schon in Wroclaw und in der KZ-Gedenkstätte Großrosen, also auch in Polen gezeigt worden, was uns natürlich auch ein besonders wichtiges Anliegen ist. Aber sie ist beispielsweise auch schon im Martinshof in Rothenburg in der Oberlausitz gezeigt worden, wird auch im nächsten Jahr beispielsweise im Schlesischen Museum in Görlitz zu sehen sein. Aber es sind eine ganze Reihe Stationen in Vorbereitung. Vor allem für Polen schließen sich mit der Ausstellung einige weiße Flecken in der Geschichtsschreibung. Für Stefanie Rautenberg bedeutet es ein weiteres Stück Trost. Sie ist dankbar, dass der Ort in seiner heutigen würdevollen Gestalt existiert. Und dass ich das alles dann lesen konnte und dass Herr Schwabe und Herr Dr. Böhm mir alles erklärt haben und mir gezeigt haben, die ganze Gegend hier rum, das war für mich sowas von großartig. Elisabeth Richter hat sich gern schick gemacht, sagt sie, liebte hübsche Kleider. Sie und ihre Tante hätten sich gemocht, weil sie einander so ähnelten, hat Stefanie Rautenbergs Mutter ihr immer wieder erzählt. Sobald eine Geschichte ein Gesicht bekommt, sind vor allem junge Menschen schnell berührt, sagt Stefanie Rautenberg. Die sind auch sehr davon angetan, was hier alles gezeigt und gesagt wird und wie sie darauf reagieren können, dass sie sich das alles genau ansehen können und dann erst mal kapieren, was ist da wirklich passiert. Denn die wissen das ja auch nicht. Und ich wusste es damals auch so genau nicht. Auch der Friede ist eine Frage des Willens. Noch bis zum 10. August ist die Sonderausstellung auf dem Sonnenstein zu Gast, nebst Begleitpublikation. Elisabeth Richters Leben bleibt in den Seiten bewahrt. Und hoffentlich bald auch in den Köpfen jener, die sie anders nie kennenlernen konnten.